Hallo ihr Buchverrückten und Schreiberlinge und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem sehr, sehr großen Unhaul, bevor ich umziehe. Ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich weiß nicht, in welcher Art und Weise ich diese Information vielleicht schon gedroppt habe, ob ich sie überhaupt schon gedroppt habe. Wenn nicht, dann Surprise! Ich werde Mitte, Ende September nach München ziehen. Und zwar nicht einfach nur, weil mein jetziger Job ja schon in München ist, sondern weil ich dort einen neuen Job anfangen werde bei einem anderen Verlag. Dazu zu gegebener Zeit dann sicherlich nochmal mehr, vielleicht auch in einem Vlog oder vielleicht habe ich das Ganze auch schon mal in einem anderen Rahmen angekündigt. Ich weiß es nicht genau, denn ich filme dieses Video etwas vor. Es ist jetzt Mitte August, sagen wir mal, in dem Dreh. Und das Ganze kam jetzt etwas plötzlich und spontan und zusammen mit meinem Mid-Year-Goal-Check, den ich euch mal hier oben verlinke, hat das Ganze so ein bisschen mich dazu gebracht, nochmal einen genaueren Blick auf meine Bücherregale zu werfen und darauf, welche Bücher ich denn jetzt wirklich mitschleppen will, welche Bücher ich mit in meine Umzugskisten packe und welche vielleicht doch lieber nicht. Und auch bei der Bookshelf-Tour sind mir so ein paar Bücher aufgefallen, die eigentlich ihren Platz in meinem Regal nicht so richtig verdienen, besonders falls ich mich, wonach es jetzt gerade aussieht, auch platztechnisch etwas verkleinern muss, weil München teuer und auch, ja, weniger Platz in den Wohnungen. Und deswegen musste ich jetzt sehr, sehr gnadenlos sein und habe gnadenlos aussortiert. Und es sind auch tatsächlich sicherlich einige geliebte Sachen dabei, die auch sicherlich ein gutes neues Heim finden werden. Einige haben schon ein bestimmtes Heim, zu dem sie gehen. Andere bin ich gerade auf der Suche. Wenn ihr dieses Video seht, werden sie aber sicherlich schon weg sein, denn dann ist mein Umzug gerade auch mitten im Prozess vielleicht, oder ist vielleicht sogar schon durchgezogen. Kommt ein bisschen darauf an, wie ich eine Wohnung finde. Ja, verratet mir, bevor wir dann in die Bücher einsteigen, gerne noch in die Kommentare, wie oft ihr dann so aussortiert. Macht ihr das regelmäßig? Habt ihr da Motivation zu? Seid ihr gnadenlos oder denkt ihr euch lieber so, ah, ihr habt lieber alles, was ihr jemals gelesen habt, vielleicht auch die mittelmäßigen schlechten Bücher im Regal? Das würde mich sehr interessieren. Also haut's gern in die Kommentare hinein und vielleicht auch, wenn ihr irgendwelche Empfehlungen für Spots in München habt, die man sich unbedingt mal angucken kann und angucken sollte, wenn man dort ist. Das würde mich auch sehr interessieren, denn ich bin ja jetzt ganz bald dann auch Neumünchnerin. Hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage. Beginnen wir mit etwas sehr, sehr Offensichtlichem, denn habt ihr die Lücke hinter mir im Regal bemerkt? Wenn ihr meine Bookshelf-Tour gesehen habt, wenn nicht, verlinke ich es mal hier oben, dann werdet ihr schon wissen, was dort ausziehen darf. Aber ich habe tatsächlich ein neues Heim für all meine Rick Riordan-Bücher gefunden. Denn mir ist klar geworden, dass ich die zwar als Hörbuch echt toll fand und auch das Leseerlebnis mochte und ich die auch durchaus mal rereaden könnte, mir vorstellen könnte. Allerdings dann würde ich mir auch wieder die Audioform vornehmen, also die Hörbücher, oder ja, mir die Bücher in der Bibliothek ausleihen. Aber ich muss sie nicht im Regal mit drin haben und ich muss sie nicht mit nach München schleppen, denn wie gesagt, da werde ich sicherlich um einiges weniger Platz in der neuen Wohnung haben und muss dann eben diese ganze Reihe, diese ganzen Bücher nicht mitschleppen. Und Daniel, mein bester Kumpel, den ich auf diesem Kanal sicherlich auch schon mal gesehen habt, wird sie übernehmen, denn er hat die Reihe auch gelesen und geliebt und wollte sie sowieso nochmal anschaffen. Und ich habe gesagt, ey, du brauchst sie dir nicht neu kaufen. Ich habe, ja, das ganze Set hier und ich würde sie dir einfach abgeben. Dann weiß ich, sie haben ein gutes neues Zuhause und ich muss sie eben nicht mitschleppen. Und ich gehe sie mal einmal ganz, ganz kurz nacheinander durch. Wir haben hier Percy Jackson, Diebe im Olymp, Percy Jackson im Band des Zyklopen, Percy Jackson, Der Fluch des Titanen, Percy Jackson, Die Schlacht um das Labyrinth und Percy Jackson, Die letzte Göttin, also die gesamte Percy Jackson-Reihe und dann die gesamten Helden des Olymp, Band 1, Der verschwundene Halbgott, Band 2, Der Sohn des Neptun, Band 3, was war das? Das Zeichen der Athene, Band 4, das Haus des Hades und Band 5, das Blut des Olymp. Und ich werde mir sicherlich auch noch die Reihe um Apollo nach und nach vornehmen. Die gibt es, wie ich jetzt gesehen habe, auch als Hörbücher tatsächlich in der Online-Bibliothek, sodass ich sie mir dort vornehmen kann. Aber ich muss sie eben nicht im Regal stehen haben und nicht mitschleppen. Deswegen ist das so ein großer Batzen. Das sind 10 Bücher, die mein Regal verlassen und damit viel, viel Platz für tolle neue Bücher schaffen. Dann habe ich gerade im August gelesen oder beziehungsweise dort auch gehört, Gods of Jade and Shadow von Silvia Manuelo Garcia,
ein wunderschönes Buch, auf das ich mich schon lange sehr gefreut habe und das ich auch gut fand. Allerdings jetzt nicht überragend und es ist jetzt nichts, was ich auch unbedingt wieder im Regal stehen haben muss. Das hat 3 Monde bekommen, also war eine nette Geschichte, eine Geschichte, die man sich durchaus vornehmen kann. Am besten haben mir aber hier die mythologischen Einflüsse gefallen und alles, was da so drumherum war. Und am wenigsten jetzt eher so die Story, die war eher so, ja, ganz nett. Kann man sich mal antun. Am besten Fall kann ich das Hörbuch auch sehr empfehlen, weil diese ganzen mexikanischen Begriffe, Namen, Orte sind dort dann schon für einen ausgesprochen und man muss sich nicht da erstmal reinfuchsen. Deswegen das sehr, sehr cool. Aber auch hier, falls ich dieses Buch jemals rereaden würde, was ich jetzt irgendwie nicht sehe, würde ich mir auch hier das Hörbuch vornehmen. Deswegen, so schön dieses Buch auch von außen aussieht und so toll ich eigentlich den Gedanken eines sehr diversen Bücherregals finde, so wenig konnte mich die Story an sich begeistern und deswegen zieht doch das aus und macht Platz für vielleicht eine ganz andere, tolle, neue, diverse Story mit einem wunderschönen Cover. Dann darf ein Buch auch direkt ausziehen, das noch nicht mal offiziell eingezogen ist, weil es noch in keinen Neuzugängen vorkam. Und zwar Elias und Laia, eine Fackel im Dunkel der Nacht von Saba Tahir. Das ist der 2. Band der Elias und Laia-Reihe. Und die habe ich ja schon lange, lange im Blick. Dieses Buch habe ich jetzt geschenkt bekommen. Und es ist der 2. Band. Ich habe den 1. nicht mal hier. Und eigentlich wollte ich mir bei der Reihe selbst auch die englischen Taschenbuchausgaben mit diesen wunderschönen Covern holen. Und das werde ich auch tun. Einerseits nehmen die weniger Platz im Regal weg als jetzt so ein fettes deutsches Hardcover. Dann finde ich das Cover jetzt hier selber auch eher so, muss nicht sein. Und es ist eben der 2. Band und ich habe den 1. nicht mal hier. Und ich muss den 1. erstmal lesen, um zu schauen, ob mir die Reihe überhaupt gefällt. Deswegen macht es eigentlich wenig Sinn, den 2. zu haben, den 2. mitzuschleppen. Und deswegen darf der direkt mal weiter in gute Hände wandern. Und ich werde mir dann die englischen Ausgaben nach und nach holen, wenn ich mir dann das 1. Buch über die Bibliothek vorgenommen habe. Was ich nächstes Jahr definitiv angehen will. Als wäre Rick Riordan und all seine Bücher nicht schon kontrovers genug, kommen wir jetzt zu auch wahren Klassikern der deutschen New Adult Literatur. Und zwar dürfen mein Regal verlassen We Begin Again und Trust Again von Mona Kasten. Der 1. und der 2. Band der Again-Reihe. Die anderen Bände der Reihe sind ja schon vorletztes Jahr ausgezogen. Und bei der Bookshelf-Tour sind mir diese beiden Bücher wieder aufgefallen, dass die halt noch im Regal standen und dass sie mir damals ja ganz gut gefallen haben. Aber ich habe sie seitdem nicht wieder rereadet. Ich hatte nicht das Bedürfnis danach. Ich habe eben die Reihe auch nicht weitergeführt. Und ja, ich weiß noch so grob, welche Tropes in diesen Büchern vorkamen. Aber jetzt nicht mehr so richtig, worum es geht. Die Charaktere sind mir nicht im Kopf geblieben. Und es löst bei mir auch nicht das Gefühl aus, dass, oh Gott, ich habe sie so geliebt. Deswegen, ja, das sind zwei ziemlich dicke Paperbacks und die Regale, die sie bevölkern, da kommen auf jeden Fall immer wieder ein Nachschub, der die Regale ausfüllt. Deswegen muss ich die beiden Bücher nicht im Regal stehen haben und deswegen dürfen die weiterwandern in Hände, die sie mehr zu schätzen wissen, die diese drei Bücher vielleicht auch geliebt haben, als sie damals gelesen haben, was bei mir auch nicht der Fall war, so intensiv zumindest nicht. Und deswegen, ja, ziehen auch die Again-Bücher aus. Ein weiteres quasi Geschenk, das ausziehen darf, ist Kill Girl, Tödliches Verlangen von A.R. Torrey. Das habe ich mal bei, was war es, das Booktube-Tauschpaket mit der lieben Tanja von Miss Rank Cherrys Bücherstapel geschenkt bekommen. Das ist ein Buch, was sie mir sehr ans Herz gelegt hat. Das ist ein Erotik-Thriller und ich war schon durchaus gespannt, aber ich habe bisher nicht dazu gegriffen. Ich habe nicht das Bedürfnis danach und das ist so ein Buch, das ist, wie gesagt, ich hätte es vielleicht noch länger im Regal stehen gehabt, vielleicht hätte ich da irgendwann dazu gegriffen. Aber jetzt beim Umzug musste ich radikal sein und ich bin einfach auch überhaupt kein Thrillerleser. Also ich habe einen Thriller jetzt im Regal stehen, an dem ich noch interessiert bin, auf den ich wirklich auch Lust habe, den mir jetzt im Herbst vorzunehmen. Aber dieses Buch gehört leider nicht dazu, deswegen muss es ausziehen. Tut mir leid, liebe Tanja. Ich hätte es mir eigentlich gerne vorgenommen, aber ich habe einfach nicht das Bedürfnis, danach es zu lesen. Dann kommen wir zu einem für mich selbst persönlich sehr kontroversen Buch. Das könnte man von mir vielleicht nicht erwarten, aber auch ausziehen darf. My Killer Vacation von Tessa Bailey. What? Ein Tessa Bailey Buch, wo ich von der Autorin doch immer so sehr schwärme. Ja, das stimmt und ich liebe auch die Sammlung der Bücher, die ich von ihr habe. Einerseits konnte mich dieses Buch zwar gut unterhalten, aber eben auch nicht begeistern. Auch das hat irgendwie 3,5, 3,75 Monate bekommen. Und dann ist es das Format, was mich hier stört. Das ist nämlich quasi eine Self-Publish-Geschichte, wo ihre anderen Bücher Verlagsbücher sind. Und dieses Buch wurde eben von einem Verlag jetzt auch zumindest in Großbritannien aufgenommen. Das heißt,
Ich hätte mir dann, um die Sammlung zu vervollständigen, auch das Buch holen können. Aber es ist halt kein Buch, was ich jetzt unbedingt rereaden würde. Es war nett, es war süß, es war eine tolle sommerliche Lektüre. Ich habe es gelesen, ich habe es genossen, als ich es gelesen habe. Aber ich muss es mir nicht nochmal vollnehmen. Das ist wie die Weihnachtsgeschichte von Tessa Bailey, die ich letztes Jahr auch im Dezember gelesen habe. Die war auch nett, die war süß. Ich war aber ganz froh, dass ich die als E-Book gelesen habe und nicht im Regal stehen hatte. Also darf auch My Killer Vacation ausziehen und dann vielleicht jemand anderen glücklicher machen, jemand anderen ein paar nette Lesestunden schenken, so wie es bei mir auch getan hat. Aber es hat eben nicht denselben Platz im Herzen wie die Bellinger Sisters oder auch die Hot and Hammered Reihe von ihr. Als nächstes kommen wir zu einem Buch, das ich abgebrochen habe und das deswegen auch schon eigentlich feststand, dass es ausziehen darf. Ich komme eigentlich nur jetzt erst dazu, es euch zu zeigen. Und zwar ist das Say Yes, Perfekter wird's nicht von Laura Jane Williams. Hatte mir auch die liebe Caroline von Marie Salon du Livre bei unserem Pick My Sub ausgesucht. Und ich hatte eigentlich echt Lust darauf, weil das ja eine Geschichte ist, die in Australien spielt. Eine Frau, die am Altar verlassen wird, ja, fliegt mit einem alten Schulfreund zusammen in die Flitterwochen. Und diese Flitterwochenreise nach Australien und dort verliebt sie sich. Das Ganze ist aber eher so, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Frauenroman als wirklich Romance und konnte mich in den 150 Seiten, die ich gelesen habe, nicht wirklich packen. Ich hatte da einfach überhaupt keine Lust drauf. Ich bin in die Geschichte gar nicht reingekommen und es fehlte mir so die Spannung, die Angst, das Drama, was ich eigentlich erwartet und mir erhofft hatte. Und deswegen, ja, wollte ich mich da nicht weiter durcharbeiten und lasse es eben auch hier an jemanden weitergehen, der da mehr mit Spaß hat und der mehr mit anfangen kann als ich. Wo wir gerade bei Carolines Pick My Sub Büchern sind, habe ich auch das zweite Buch von diesem Pick My Sub hier. Das könnte ein schlechtes Zeichen sein, aber eigentlich ist es das nicht. Denn es ist Die Rebellinnen von Oxford von Evie Dunmore, der erste Band Verwegen. Und dieses Buch mochte ich ja wirklich, wirklich gerne. Das war ein Überraschungshit im Juli, als ich mir endlich vorgenommen habe. Da habe ich es echt gemocht, obwohl ich zu Anfang beim Einstieg ein bisschen Schwierigkeiten hatte, aber als ich dann in der Geschichte drin war, fand ich die echt süß und nett und ich könnte mir auch nach und nach vorstellen, mal mir den Rest der Reihe vorzunehmen. Ich habe es aber nicht so geliebt, dass ich es unbedingt im Regal stehen haben müsste und es ist auch, glaube ich, kein Buch, das ich jetzt unbedingt nochmal lesen würde, weil es mich jetzt nicht so aus den Socken gehauen hat, wie zum Beispiel die Mallory-Reihe von Joanna Lindsay, die ja bei mir wirklich das Nonplusultra an historischen Liebesromanen ist. Und da kam das jetzt einfach nicht ran und das ist halt auch wirklich, wie gesagt, wieder ein sehr dickes Paperback, nimmt viel Platz im Regal ein und das muss ja nun wirklich nicht sein, deswegen auch das muss leider ausziehen, obwohl es mir wirklich, wirklich gut gefallen hat und ich es als, ja, Lektüre wirklich empfehlen kann. Ein weiteres Buch, das ich abgebrochen habe, leider muss man auch hier wieder sagen, ist All the Stars and Teeth von Adeline Grace, auf Deutsch als Fluch der sieben Seelen erschienen. Hatte ich ja viel Lust drauf damals, als es rausgekommen ist, auch als es im Deutschen erschienen ist und wollte es gerne lieben. Es klang nach einer spannenden Jugendbuch-Fantasy-Geschichte, die auch so düstere Sommervibes irgendwie hatte. Und es hat es auch, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen mitten in meinen Fantasy-Slum reingerutscht und ich habe da einfach viel zu lange dran gelesen. Ich hatte, glaube ich, ein Jahr das Lesezeichen in der Mitte dieses Buches. Ich hatte nie das Bedürfnis danach, wieder danach zu greifen, es mir vorzunehmen, es zu Ende zu lesen. Ich habe 2-3 Mal noch den Versuch gemacht und konnte mich aber nicht wirklich dazu aufraffen, in die Geschichte wieder reinzukommen und deswegen musste ich jetzt einfach die Reißleine ziehen und sagen, ich habe so viele andere Fantasy-Bücher im Regal, an denen ich eher noch interessiert bin, als an dieser Geschichte. Also muss sie ausziehen und dann sage ich mir immer wieder, jemand anderen vielleicht glücklicher machen als mich. 2-mal Unterhaltungsliteratur haben wir noch, bevor wir noch zu den Sachbüchern kommen. Und einmal ein Buch, was mich ganz klar nicht überzeugen konnte. Die Midnight Chronicles Band 1 Schattenblick von Bianca Josivoni und Laura Kneidel habe ich im April, Mai hauptsächlich gehört. So halb gelesen, halb gehört und es war an sich eine ganz gute Lektüre. Nett geschrieben, ich bin schnell durch die Geschichte durchgekommen, auch hauptsächlich dank dem Hörbuch, aber keine Geschichte, die mich packen konnte und das hat mir irgendwie auch gezeigt, dass ich glaube, kein Fan von so Urban Fantasy Geschichten bin, also so Fantasy Geschichten, die in unserer Welt spielen und wo es eben auch noch viel um die Story drumherum geht, sondern ich brauche irgendwie Paranormal Romance, wo dann die Romance auch wirklich im Fokus steht und wo ich dann mich auf die konzentrieren kann. Oder ich brauche sehr fantastische, magische Welten, die mich mit dem Drumherum packen können. Und das hatte eben dieses Buch leider nicht.
potenziell nehme ich mir den Rest der Reihe irgendwann nochmal vor, dann aber auch als Hörbücher, gibt es über die Online-Bibliothek, gibt es auf Spotify, da muss ich das Buch nicht im Regal haben. Und auch hier, ähnliche Geschichte, dickes Lux Paperback, nimmt ziemlich viel Platz im Regal ein und dafür, dass es mich einfach nicht begeistern konnte, das hat glaube ich 3,5 Monate damals bekommen, muss es diesen Platz nicht haben. Und eine ähnliche Geschichte war auch Mr. Romance von Lisa Raven, fand ich nett. Hat, glaube ich, sogar 4 Monate bekommen. Hat mich ganz gut unterhalten. Ich konnte den bisschen Hype, den ich so im Umkreis mitbekommen habe, nicht ganz nachvollziehen. Ich fand die Geschichte ganz süß. Ich hatte aber auch so ein bisschen meine Probleme mit einigen Dingen, die diesem Buch und auch im zweiten vorkamen. Und auch so ein bisschen mit der Art und Weise, wie es geschrieben war. Und deswegen ist es, glaube ich, auch kein Buch, das ich jemals wieder zur Hand nehmen würde. Ich habe ja die Reihe dann auch abgebrochen. Also ich würde mir den dritten auch nicht unbedingt vornehmen, der jetzt aber ja gerade erschienen ist. Oder ganz bald erscheint, aber ich glaube, er ist im August erschienen. Deswegen brauche ich es nicht im Regal, muss keinen Platz wegnehmen und auch hier ist es dick genug. Da können andere tolle Bücher, zum Beispiel von L.J. Shen oder so, einziehen. Das brauche ich nicht. So, der Stapel neben mir hat jetzt schon eine ziemlich gute Höhe erreicht und ich habe ein bisschen Angst, dass er fast umkippt. Aber wir haben jetzt noch 2 Sachbücher, die ich euch kurz zeigen will, die auch gerade erst eingezogen sind. Aber nachdem ich jetzt doch so spontan umziehen muss, habe ich gemerkt, dass ich sie jetzt nicht unbedingt im Regal haben muss. Und das ist einmal Shit Happens von Tim Desmond, Anleitung zum Menschsein in einer beschissenen Welt. Da habe ich sogar schon reingelesen und habe gemerkt, okay, das Cover sieht ja irgendwie witzig aus und es klingt so, als wenn es so ein Buch ist, was einem irgendwie Hilfe zur Selbsthilfe gibt und so ein bisschen, ja, dabei auf die Welt rumzupfeifen zu pfeifen und sich auf sich selbst zu konzentrieren. Aber es ist halt doch sehr esoterisch und es ist sehr auf so Achtsamkeit und ich brauche klare, konkrete Ansagen und Hilfestellungen und das Buch wird mir das sicherlich nicht liefern, also kann es gehen. Und ebenfalls ja in dieser Sache, in diesem Horror mit eingezogen ist auch natürlich Abnehmen, wie wir uns von negativen Emotionen befreien können, die unser Essverhalten beherrschen, von Felix Klemme. Ein Abnehmbuch. Ja, war ich damals mal so am Rande mit dran interessiert, weil ich ja den Typen auch aus dem Fernsehen kannte. Aber jetzt, seit wo ich umziehe, muss ich es nicht mitschleppen und würde es einfach wieder mit zurück in den Verlag zu Knauer nehmen, sodass ich dann jemand anders das Buch stattdessen nehmen kann. Ich brauche es nicht, genauso wie das. Also dürfen die beiden wieder zurück, wo sie hergekommen sind. So, ich zeige euch jetzt mal kurz, wie es neben mir aussieht, was so der Zwischenstand ist. Diese, ich habe sie gezählt, 23 Bücher müssen definitiv ausziehen. Die sind jetzt auch schon, wenn ihr dieses Video seht, ausgezogen. Ich habe auch noch einen ganzen Batzen an Büchern, die auf der Abschlussliste stehen und in die ich quasi reingelesen habe, jetzt noch reinlesen will. Wenn ihr dieses Video seht, habe ich es schon. Ich verlinke euch den Vlog, wo ich das getan habe, mal hier oben. Und eigentlich wollte ich euch jetzt die entsprechenden Bücher zeigen, noch als Teil dieses Unhauls. Aber weil es doch ein paar mehr geworden sind, dachte ich mir, ich mache lieber noch einen zweiten Teil, ein zweites Unhaul-Video daraus. Also haltet da gern die Augen offen, das wird ganz, ganz bald auf euch zukommen. Und jetzt erstmal zurück zu diesem ersten Teil des Unhauls. Das sind sie, also das ist mein gesamter Unhaul vorm Umzug. Ich habe, glaube ich, ziemlich radikal ausgemistet. Ich habe einiges getan, um Platz zu schaffen und ich bin da sehr stolz drauf, auch sehr erleichtert und befreit und werde wahrscheinlich doch viel erleichtert und befreiter sein, wenn die Bücher dann auch wirklich ausgezogen sind und ich sie nicht mitschleppen muss in mein neues Heim, wie auch immer es dann aussehen wird. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Auch nicht vielleicht so eine kleine Roomtour dann, wenn ich nach München umgezogen bin und ja, wie ich meine Bücherregale dann dort einsortiere. Verratet mir gerne in den Kommentaren eure Tipps für München und wie ihr dann so zum Ausmisten steht. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und dann bleibt mir immer nur zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns ganz, ganz bald in einem neuen Video wieder. Bis dahin, macht's gut!